Ja, Marc, Eggmeck. ich mag dich ja so, ne? Eigentlich normalerweise. Aber hier am Tisch, Fängt das jetzt schon an, oder? das geht schon los, ja, das ist drin, Eck. Es sieht schon los. Ja, aber ich glaube, ich habe dich unterschätzt. Deine Witze habe ich echt unterschätzt in Lieber der letzten Runde. Scherzkeks als Mozzarella, ne? Und da, ich finde, ich fange jetzt an. Also die Ja. Strafe hast du verdient. Ja, auf jeden Fall. Okay, hier kommt mein erster. Moment. Ja, es geht. Wir fangen mal langsam an. Bei welcher Art von Drama-Fernsehserie geht es um Altenpflege? Weiß ich nicht. Bin da nicht Seifenoper. so. Endlich mal einer, wo beides stimmt. Wir fangen auch langsam an auf meiner Seite. Sagen sie alle. Immer ganz, erstmal ganz langsam, behutsam. Mich in Sicherheit wiegen, ne? Um mich dann in die Pfanne zu hauen. Nein. Wie heißt der süße Bruder von Puh der Bär? Der ist auch schon süß, aber wer ist der noch süßere Bruder? Püderbera? Pü. Puh der Zucker. Oh. Süß. Du hattest recht. Aber nicht witzig. Welche Darsteller werden nun in Re Das welche. ding, 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 ding. Was war das denn? Punkte. Achso, es regnet, hagelt Das Punkte. Hagelpunkt schon beim Lesen. Welche Darsteller werden nur in regnerischen Filmszenen eingesetzt? Die Regendarsteller. Schauerspieler. Ohne Witz, mein Vater hat früher immer Schauerspieler gesagt, hat Schauspieler. Daher habe ich den. Danke, Dad. Kommt gleich was Passendes dazu. Okay. Da kriegst du die Antwort. Was lieben Rentner und kleine Kinder über alles? Seifenoper. Nee, rumkugeln. Ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch Okay. gut. Beides. Wie heißt der gefürchtetste Sheriff der Unterwasserwelt? Das ist, keine Ahnung, muss irgendwas von SpongeBob zu tun haben. SpongeCop. Der hätte dir aber auch Aber einfallen geil, ich können. lache über die Frage und die Pointe ist dann für den Arsch. Du hast sie doch selber gebracht. So für den Arsch kann ich doch gar fast gebracht. Aber hätte ich dir noch eine Sekunde gegeben, wärst du wahrscheinlich Auf drauf jeden gekommen. Fall. Deswegen Ich gutes muss jetzt Timing. irgendwie ganz progressiv nach vorne gehen, sonst. Progressiv, ja. Woran erkennt man einen müden Farbton? Ja, du bist das voll unfair. Komm, Du ich bist. deliver jetzt extra für dich so übertrieben. Magenta. Ja, klingt schon. Besser, Magenta, ne? Dann wird Magenta es nicht. so überspielt, findest Ja, du? ja, ja. Okay. Man muss das auch ein bisschen spielen, Ja, man das muss seine Ganze. Gegner erstmal so ein bisschen kennenlernen, dann abtasten. Wir kennen uns schon. Ich kenne deine Schwächen und Zeig. Stärken. Zeig. Ja, pass auf. An welchem Feiertag sind Brötchen nicht erlaubt? K. Am Toastersonntag. Nur Toast. Toast. Toast only. Only. Den Only ganzen Tag. Toast. Only Toast. Jetzt kommt ein Knaller. Richtiger Knaller. Pass auf. Ich habe Angst. Mit welchem Schiff kann man Feuer löschen? Ein Schlauchboot. Zählt das? Nein. Weiß Doch. nicht, das muss die Jury entscheiden. Doch. Das war ein Punkt. Der ist nicht schon ein Punkt. Das war ein Höflichkeit. Das war, habe ich nur gemacht, damit du hier nicht so bloß dastehst. Ich Für meinen das Sohn. Keepers und so. Für deinen Sohn. Ja, danke. Ehrenmann. Ehrenmann, ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Hochzeit und Lidl? Keiner. Lidl lohnt sich. Das hast du mir keine Freude gemacht. Sag der Cis-Single-Mann. Die Nummer wird eingeblendet. Was lernen Juristen im ersten Semester? Gesetz. Nein, den Unterschied zwischen waagerecht und senkrecht. Ja, gut, gut, gut. Klopf, klopf. Wer ist da? Watzlaw. Watzlaw, was? Wie? Wo? Watzlaw. Und jetzt sagst du einfach, keiner zu Hause. Und dann? Ja, also Kopf, Kopf. So, keiner zu Hause, ja. Wir wollen einfach. Was aus meinem Vorgarten? Mach doch nicht so zu, mach mal auf. Ich bin dafür bekannt, dass ich immer so zumache. Ja, du machst zu, Mann. So kennt man mich. Ja. Womit wählen Pariser Fußballfans, wenn ein Tor gefallen ist? Womit die wählen? Wählen, wählen. Okay, bei wählen denkt man an Schwänze, aber das darf man ja im Fernsehen nicht sagen. Mit dem Charles de Gaulle.
Geil. Ich hab mal gehört, der wäre schlecht, aber nein, ich glaub, ist super. Du musst dir nur den richtigen erzählen. Ich mag das. Ja, doch. Was sagt ein Saunameister, wenn er den Job verloren hat? Ich gehe nach Schwitzerland. Verdampft! Mein Job. Verdampft! Was verdient ein guter Drill-Sergeant? Was der verdient? Auf die Fresse. Nein, ein Einheitspreis. Also, so. Ein Raun geht durch die Menge. Ein Einheitspreis. Ein Einheitspreis. Ach so. Ich denke. Sorry. Ist okay. Ich will ihn aber jetzt erklärt bekommen. Ein Einheitspreis. Ach, die Einheit. Ah, die militärische Einheit. Du kannst einen Einheitspreis. Sag dir was. Nein. Ach so, das ist das Problem. Ich habe Zivildienst gemacht. Ja, okay. Ja. So, ich bin Verweigerer. Apropos Krieg und apropos Armee, wie hieß der Kriegsminister bei den Hobbits? Propagandalf. So, jetzt kommen wir zu den Schauspielern. Hatte ich dir versprochen. Woran erkennt man bekloppte Schauspieler? Die sind voll neben Rolle. Neben der Rolle? Ja, aber ja, kann man auch sein. Also, der Lehrer kommt durch, so berichtigen beim Flachen. So geil. Du hast den falschen Buchstaben da. So, ja. Das Wort gibt's gar nicht. Der Rotstift ist schon gezückt. Das ist wirklich kein Propaganda. Das ist gar nicht, ne? Guck mal hier im Duden. Steht da nicht drin, wie Weltreise in der DDR. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren. Uns findet ihr auch auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich auf YouTube.